Clemens Schult ist erst Anfang 30. Trotzdem hat er schon mehrere Orchester weltweit dirigiert. Heute Abend gibt er den Takt beim 3. Philharmonischen Konzert vor. Mit dem Orchester des Staatstheaters arbeitet er zum ersten Mal zusammen. Es gehört eher zu den kleineren Orchestern, die er dirigiert. Ich bin immer wieder erstaunt über die Qualität von regionalen Orchestern. Und das ist irgendwie eine Entwicklung, eine positive Entwicklung, dass ich das Gefühl habe, dass in den kleineren Städten in der Region die Qualität ständig steigt und durch die jungen Musiker, die nachwachsen, immer besser wird. Und insofern habe ich heute eigentlich ein schönes Konzert vor mir und hatte eine ganz tolle Woche hier. Heute und Sonntagabend stehen die Werke von Jean Sibelius im Mittelpunkt. Unter anderem drei seiner beliebtesten Werke wird das Philharmonische Orchester spielen. Darunter ist auch das Violinkonzert in D-Moll. Den Solopart übernimmt Sophia Jaffé. Sie stammt aus Berlin und ist international als Violinistin aktiv. Das Violinkonzert gehört zu den meistgespielten Konzerten des 20. Jahrhunderts dieser Art. Für Clemens Schult haben aber alle Werke von Jean Sibelius etwas Besonderes. Sibelius führt einen so ein bisschen in die Irre. Er schreibt erst eine wunderschöne Melodie und ein schönes Thema und dann gleitet er so ein bisschen ab in so eine Art Zustandsmusik. Und das hat mich auch persönlich am Anfang etwas verwirrt. Also ich wusste als Kind mit der Musik nichts anzufangen. Und jetzt liebe ich das eigentlich, diesen Zustand irgendwie, diese Leere zu genießen. Und dann kommt wieder dieses packende Thema oder es kommt wieder ein neuer Abschnitt. Und das fasziniert mich irgendwie an ihm. Die Premiere des 3. Philharmonischen Konzerts beginnt heute um 20 Uhr. Alle Interessierten sollten also ihre Chance nutzen, denn sehr oft dirigiert Clemens Schult wahrscheinlich nicht mehr in Cottbus. Ab August nächsten Jahres wird er auch das Münchner Kammerorchester leiten.